So, angekommen in Hamburg, am Jungfernstieg. Heute haben wir den 25.07. Bei herrlichem Wetter. Ja, man schaut sich das an. Schön. So, jetzt gehen wir ein bisschen spazieren. Ja. Restaurantschiffe sind das. Ja, schöne Pavillons in den Bäumen. Das sind so welche wie du hast. Guck mal, was du hier schön sitzen kannst. Guck mal hier. Herrlich, oder? Schon Wahnsinn ist das in Hamburg hier. So, da vorne ist schon die Außenalster. So. Das ist die Außenalster, mitten in Hamburg. Sind schon mit den Segelbootchen unterwegs. Ja, tolle Sache. Aber hier lohnt es sich nicht weiterzulaufen. Coco. Eine Segelschule. Oh, wie schön hier. Schönen Pämchen. Ja, hier ist der Fernsehturm von Hamburg. Schön, schön. Das ist gar nicht so einfach. Hier haben sie das berühmte Bild geschossen, wo sie demonstriert haben. Ja, die Stadt hat schon was. Rathaus von Hamburg. Schön, schön. So, dahin guckt schon die Elbphilharmonie raus. Da sind wir schon fast am Hafen. Schauen wir mal, wo wir rauskommen, ne? Für die U-Bahn. Ganz schön dreckig. Hier ist was los. So, jetzt sind wir am Hafen angekommen. Da ist die Elbphilharmonie. Oh, Rummel. Ich folge dir. Oh. So, da sind die kleinen Barkassen für die Hafenrundfahrt. Jones.
Schon der Wahnsinn hier. So, da unten liegt ein Dreimaster. So, der Sommer, hä? Unser Reisen etwas nicht so klappen, wie es klappen sollte, machen sich darüber keine Gedanken, denn ich tue es auch nicht. Denn schließlich sitzen wir nun mal alle am Schiff und müssen ab jetzt auch einmal zusammen. Na gut, Spaß beiseite, in der Schifffahrt, da spricht man nicht von rechts und links, sondern von Steuerbord und Backbord. Steuerbord, das ist die rechte der firmeneigene Werft, der Rickmerswerft in Bremerhaven erbaut. Und ganz früher einmal segelt die Schiff sich das an der deutschen Werft hier in Hamburg, das auch mit fünf weiteren Geschwisterschiffen. Ja, diese Geschwisterschiffe, die hat man schon verschrottet, das war die Uhr und die Luke direkt vor der Kommandobrücke, das war eine sogenannte Kühlluke. Also man konnte auch Lebensmittel transportieren. Die Köpfe an die EU fuhren auch 20 Jahre lang für die Räder. Das ist das Light 1930, die schickt das dann auch von der Küste abwärts. Das haben wir auch noch fast gestellt von 12 Mann eben. Da kann man bestimmt noch mitfahren. Ja, weiß das keiner. So, oben im Hintergrund sehen wir so ein graues Gebäude mit roten Fenstern. Das ist das Gebäude von der Kummer und Jahr. Kummer und Jahr ist der Ausführer des Fallschiffs schön erworben. Und der Architekt, der dieses Gebäude einmal gebraucht hat, sagt, es soll etwas Maritimes aussagen. Also einem Schiff ähnlich sehen. Es tut mir leid. Ja, der Hamburger Hafen, das ist auch ein offener Tiederhafen, das heißt, das ist Ebbe und Flut. Bei Flut läuft das Wasser 5 Stunden auf, bei Ebbe 7 Stunden ab. Zurzeit haben wir gerade ein anlaufendes Wasser, also die Ebbe. Der normale Tiefenhub hier, der wird hier Tag wieder 50 bis 80. Wenn das auch schon mal vorkommt, dass wir auch einen Sturmflug bekommen, dann steigt das Wasser auch schon einmal bis 3 Meter höher. Ja, die ganze Speicherstadt ist ja erbaut worden auf Rücken. Als Wasser nicht versorgt hat, versteinert sie quasi. Das Hamburger Rathaus ist davon 8000 Meter erbaut worden. In den Lagerräumen der Speicherstadt herrscht auch immer eine konstante Temperatur von 70 Grad plus. Das heißt, im Sommer wie im Winter. Das hängt damit zusammen, dass hier die Mauern 1,5 Meter dick gebaut sind. So, moin moin, mein Name ist Martin, ich bin 13 Jahre alt und ich werde euch heute einen kleinen Teil über den Hamburger Hafen erzählen. Ich mache das heute zum ersten Mal, also es kann sein, dass ich ein bisschen nervös bin. Hier auf der Backbordseite seht ihr jetzt die Elfi-Harmonie, kurz auch Elfi genannt. Die Elfi ist ein im November 2016 fertiggestelltes Konzerthaus in Hamburg. Sie wurde mit dem Ziel geplant, ein neues Wahrzeichen der Stadt und ein Kulturdenkmal für alle zu schaffen. Jede einzelne Scheibe kostet zwischen 6.000 und 8.000 Euro. Einmal Fensterputzen kostet 50.000 Euro. Den unteren Teil der Elfi, den gab es schon immer. Das war nämlich so ehemalige Kaispeicher A, ein reiner Cafeteespeicher mit bis zu 40.000 Quadratmetern Platz. Im Hafen nennt man die Elfi auch Millionengrab, da es ziemliche Probleme gab, die Elfi überhaupt herzustellen, da sich die Firma sich hochtief zerstritten hatte mit der Hansestadt Hamburg und sich der Preis der Elfi verneufacht hat. Am Ende lag der Preis der Elfi bei einer knappe 1 Milliarde Euro. Für den Prag bis in den Tschechei gelangt. Ja, schon hier in Hamburg gibt es ja zwei Elfen. Aber die Norderelbe, die wir jetzt gerade befahren, ganz im Süden gibt es noch eine Süderelbe und einen Reiherstich. Diesen Reiherstich, den wollen wir gleich passieren, der ist 9 Kilometer lang. Das ist dann auch die schnellste Verbindung von der Norder zur Elbe. Hier in Hamburg gibt es so eine Tradition. Wenn in dieser Kirche geheiratet wird, muss der Bräutigam seine Schwiegermutter ganz und sage 452 Stufen hochtragen. Wenn er dann noch ganz oben angekommen ist aus einer kurzen Reise, kann er den Drachen steigen lassen. Hier auf der Steuerseite seht ihr jetzt das gelbe Zelt, das ehemalige Bloody Holly. Zurzeit spielt man dort das König der Löwen. Läuft schon seit 20 Jahren sehr erfolgreich,
Daneben hat man ein weiteres Theater gebaut. Man spielte früher dort das Wunder von Bern. Zurzeit spielt man dort die Eiskönigin. Steuerbordseite sehen, mit diesen Schwimmdogs über die Schiffe aus dem Wasser. Dort bekommt diese eine neue Klasse sowie einen neuen Anstrich. Die Klasse ist denn damit vergleichbar beim PKW der TÜV. Dort machen es alle 2 Jahre bei diesem Schiff, muss man das halt nur 5 Jahre. Ja, jetzt sind wir auch mal ein Schiff der Marine, die A52, ist auch ein Versorger. Und wenn ihr Hauptmann gefragt, wie eigentlich so ein Schwimmdog funktioniert, das Ganze ist gar nicht so schwer. Solche Schwimmdocks hier haben Hohlräume, das heißt an den Seiten sowie am Boden. Diese Hohlräume flutet man dann mit Wasser, dann taucht so ein Dock wirklich auch ins Wasser. Ein Seeschiff kann einlaufen, was mir hilft. Auf der Steuerbordseite ist eine weitere kleinere Werft, das ist die Firma M.A. Flint. Ein Familienbetrieb gibt es ja auch schon seit über 130 Jahren, die holen auch Schiffe aus dem Wasser. Das allerdings sind mit Schwimmdocks und mit einer sogenannten Slipanlage. So, jetzt haben wir eine Schleuse. Jetzt werden wir geschleust. So, jetzt werden die Schleusentore geschlossen. In der Stadt wie Köln. Insgesamt sind hier 800 Kilometer Eisenbahnschienen verlegt, das für die Hafenbahn. In Sachen Containerumschlag steht der Hafen weltweit an 8.9. Stelle. Das variiert dann von Monat zu Monat. Der größte Container in der Welt liegt in Singapur. Europaweit steht man an 2. Stelle. Aber sich da der Hafen. Am Schiff ragt jetzt so ein riesiges Ei aus dem Wasser raus, das ist ein sogenannter Wulstbuch. Genannt auch Rennbirne, diese Aufgabe, das Schiff, die auf Tiefgang ist, zerbricht dieser Bug die Welle vor dem Schiff, führt sie am Schiff vorbei bis hin zur Schraube. Ja, an diesem Terminal sind heute 2 kleinere Containerschiffe zu sehen, wie die Tuna Dal, aber auch Magnolia, sind die Elbspring. Also diese kleineren Containerschiffe, das sind auch Unifieder, sind dann auch Zubringer, die sind im Nord- und Ostseebereich tätig, laufen dort kleine Häfen an, dort wo die diesen Containerschiffe nicht hinkommen. Ja, schauen Sie mal hinten am Heck. Der Tuna Dal, ein oranges Rettungsboot, das ist zurzeit das modernste Rettungsboot der Welt. Der Kapitän, der Dr. Arnold Knopf, das Ganze wird ausgeklinkt, geht rein ins Wasser, taucht unter wie ein U-Boot, kommt dann wieder hoch. Ja, das Ganze ist auch schöner wie eine Achterbahnfahrt. Also eine echt tolle Sache. Ja, die ganz großen Containerschiffe, die laufen im Jahr um die 140.000 Seemeilen, eine Reise nach Fernost. Das macht 28.000 Seemeilen, wie viele Container es mit sich führen kann. Vollcontainerschiffe ab der 6. Generation, die sind auch so groß, dass sie über 293 Meter lang sind. Da ist eine Breite von 33. So, auch nochmal ganz interessant, sie ist an der Szene nochmal eine Mega-Yacht, auch darauf war das der Mann. Die wird jetzt hier für ein paar Millionen Euro verschönert, da kann sie auch mal ein schönes Foto schießen. Auf der Backbordseite ist unser Fischmarkt. Zentral befinden sich jetzt die Fischauktionshalle.
Was früher einmal wurde, diese Halle richtig der Fischstunde versteigert, das machen wir heute nicht mehr. Heute dient diese Halle überwiegend für öffentliche Veranstaltungen wie Jazzpartys und Frühschoppen. Ja, dieser Fischmarkt findet trotzdem statt, dass jeden Sonntag ab 6 Uhr außerhalb dieser Halle hier drüben auf diesem Fischmarkt. Das ist die Weberbahn, die große Freiheit, die sündige Meile. So, der Sage nach, abends ab 21 Uhr bietet dort oben gewisse Damen an, das auch noch für Geld. Und diese Damen bewegen sich entsprechend langsamer, damit sie dann auch schneller vorankommen. Ja, ganz ehrlich, ich will mir das nicht erzählen. Also ich persönlich kenne mich dort überhaupt nicht aus, was dort wirklich vor sich geht. Ja, sowas, das lasse ich mir lieber von meinen Fahrgästen erzählen. Ich denke, die kennen sich dort oben wesentlich besser aus wie ich. Ja, ich bin schließlich ein echter Hamburger Jung und bin nun mal christlich erzogen worden. Und mit dem Hafengebiet Steinwerder. Radtouristen und Fußgänger durchqueren diesen Tunnel rund um die Uhr kostenlos. So, er schafft unsere kleine Seereise. Sie geht auch langsam, aber sie hat ein Ende zu. Bevor sie aussteigen, bitte anziehen. Bitte steigen nicht auf der Backbordseite aus. Denn das gibt nasse Füße. Wenn sie ins Wasser fahren, gehen sie auch sehr schlecht darunter raus. Dann will sie das wiedersehen. Circa 6 bis 7 Tagen. Das vor der Küste Helgolands. Leicht aufgeblähte Muscheln und Algenreis. Das ist doch wunderbar. Noch wird auch sehr, dass es ihr gefallen hat mit uns hier auf der Traditionsperkasse der Flying Hertha. Für Beschwerden oder Fahrgeldrückerstattung wäre unser Chef zuständig, der aber leider gerade im Urlaub ist. Fürs Dankeschön sowie Trinkgeld werden wir 4 zuständig. Beim Rauslassen gibt es dort hinten, weiß ich.